Okay, das dir. Luftschleuse. Leg den Helm an. Lange her. Ha, in der Tat. Die Mine auf Bindi, oder? Kasal, was ein Drecksloch. Genau wie hier. Seltene Mineralien. Du hast jetzt einen etwas erleseneren Geschmack, was? Also, ihr habt was gefunden, ja? Genau hier. Der neue. Ach ja. Und alles lief cool? Einfach wie Mineralien einsammeln auf Bindi? Kasal. Und nein, Barrett, es lief nicht cool. Er ist nach der Extraktion umgekippt und hat an wirres Zeug geredet. Ehrlich, Cowboy? Warst auf einem Trip, ja? Ha, gleich so cool, ja? Nicht der sanfteste Einstieg in die Mysterien des Alls. Aber hey, musste ich auch durch. Hey, gib mir einfach die Credits. Dann bin ich froh, wenn ich dich und dieses Ding nie wiedersehe. Deswegen mag ich dich, Lynn. Kein Heckmeck. Barrett, die Scanner der Frontier melden ein Schiff, das sich rasant aus dem Orbit nähert. Ich dachte echt, sie wären weg. Barrett? Scheiße. Macht euch bereit! Natürlich wurde Barrett verfolgt. Jedes Mal. Das war echt tolle Arbeit, trotz des Drucks. Du hast das Artefakt ausgegraben, ja? Dann hast du die Visionen gesehen? Du kommst mit mir zur Constellation. Du gehörst jetzt dazu. Starrst du nachts in die Sterne und fragst dich, was da draußen ist? Das sind wir. Da fliegen wir hin. Fantastisch. Oh nein, Barrett, nein. Du glaubst, du kannst nach der Nummer einfach abdüsen? Oh, ich habe euch wohl echt alle auf die Abschussliste der Crimson Fleet gesetzt. Wie wär's, wenn ich bleibe und stattdessen deinen Dusty schicke? Ich weiß. Aber er ist kein meiner mehr, Lynn. Als er diesen Felsen berührte, änderte sich was. Sag mir nicht, dass du es nicht spürst. Fein. Abgemacht. Hau endlich ab, Dusty. Auf dich wartet Größeres. Geh, bevor ich was sag, was ich bereuen werde. So, nachdem das geklärt ist. Vasco, bring ihn zur Loge. Keine Umwege, außer sie sind unvermeidbar, okay? Indigo-Protokoll. Indigo? Schon wieder? Schön. Ach, und hey, hier, kannst du da draußen gut gebrauchen. Und du siehst sogar, wie spät es ist. Hey, sieh dir das an. Die Uhr passt dir perfekt. Also, Fragen? Eigentlich gehört es gar nicht mir. Ist geliehen. Vasco hält dich auf Kurs. Außerdem mache ich eine Ausnahme, weil du der Constellation von deiner Vision erzählen kannst. Das ist die 1-Million-Credit-Frage. Und die Constellation kann die Antwort finden. Mit deiner Hilfe. Na komm schon. Bist du gar nicht neugierig, was es mit der Lichtshow und der Musik auf sich hat? Warum nur du das erlebt hast? Falls du es nämlich nicht gemerkt hast, von uns hatte seitdem niemand ein Problem. So wie ich das sehe, braucht die Constellation zwar das Artefakt, aber sie brauchen auch dich. Die Sache wird immer rätselhafter und du steckst jetzt mittendrin. Das ist das Problem mit den besiedelten Systemen. Man hält schnell alles für selbstverständlich. Während alle anderen politische Spielchen treiben, trotzen wir dem Unbekannten, erkonnten die gigantische Leere des Alls. Ohne uns ist die Galaxie nur ein großes Zimmer mit ausgeschaltetem Licht. Sie folgen einfach der Beute, wie alle Piraten. Und ich habe den Ruf, ein Beutesammler zu sein. Und Vasco, lass sie nicht mein Schiff zerstören. Gehst du dann mal? Hier bringst du uns nichts. Hey, ich weiß nicht, wie du da cool bleiben konntest. Externen Bucht. Sie können ein Schiff der Klasse A fliegen. Barrett sagt immer, es ist so leicht wie Radfahren. Ich versuche, die Schilde hochzufahren, falls es irgendwelche Probleme gibt. Trödeleien, Träumereien, Tändeleien. Also jeden Spaß. Außer diese Trödeleien, Träumereien und Tändeleien sind, was allein Sarah entscheidet, zwingend nötig, um dieses erstklassige Schiff, die Frontier der Discovery-Klasse, heil wieder nach Hause zu bringen. Streng genommen leihe ich es mir nur von der Constellation, auch wenn ich nicht vorhabe, es zurückzugeben. Schilde bereit. Den Rest übernehmen Sie. Hat einen neuen Captain? Arbeitest du mit Barrett? Oder hast du ihm die Schlüssel des Schiffs aus den toten Händen entwunden? Oh nein, wir waren nicht hinter Barrett her, sondern hinter dem Schiff. Jedem Neuling der Crimson Fleet wird von der Frontier erzählt, dass die Constellation Schätze in den Laderäumen verwahrt. Die Beute von 100 Planeten. Diese Aussage ist zum Teil richtig. Die Frontier war bei vielen Planeten und Monden, aber in den Laderäumen befinden sich nur Ersatzteile, Staub, dehydrierte Lebensmittelpartikel und verschiedene Ameisenarten. Es ist mir egal, mit welchen Lügen Barrett diesen Roboter programmiert hat. Das Schiff gehört uns. Spar dir die Worte. Das Schiff gehört uns. Darauf falle ich nicht rein. Das Schiff ist voll und wir wollen es. Spar dir das. Ich weiß, dass das Schiff voller Beute ist. Die Sache kostet langsam mehr, als mir lieb ist. Das, ist ein guter Punkt. Ich fasse es nicht. Kein Schatz. Wir haben dieses alte Constellation-Schiff völlig umsonst verfolgt. Hau ab. Nimm deinen Roboter und dein Schiff und verschwinde. Wenn ich euch noch einmal sehe, bist du tot. Jetzt sollten wir ohne Behinderung durch die Crimson Fleet zum Hauptquartier der Constellation reisen können. Captain. Um zur Loge zu kommen, müssen wir zum Planeten Jemison im Alpha-Centauri-System springen und in der Stadt New Atlantis landen. Keine Sorge, bald geht Ihnen das in Fleisch und Blut über. Der Schiffe sehen, die hier landen. Die Besitzer scheinen zu glauben, Thermoparasitennester wären eine lustige Dekorationsidee. Und hier ist unser neuer Captain. Meine Crew kann sich dein Schiff ansehen. Und über den Handelsaufsichtautomaten wirst du bei Bedarf frachtlos. Sergeant Yumi sucht nach verlässlichen Leuten. Sprich mit ihm, wenn du Interesse hast. Wir wissen das zu schätzen. Kein Kopfgeld. Dann schönen Aufenthalt. Ah, hallo. Kommst du vielleicht wegen der Stelle? Der Officer da drüben kann bei Kopfgeldfragen helfen. Security Officer in Teilzeit. Ein sehr flexibler Posten. Du kannst im Grunde immer arbeiten, wenn du Zeit hast. Ganz ohne Druck. Wir haben gerade ein paar Lücken im Dienstplan. Macy ist im Mutterschutz, José nach Sidonia ausgeliehen. Alles auf einmal, wie das oft so ist. Also suchen wir jemanden, der die Lücke schließt. Interesse? Naja, eins nach dem anderen. Erstmal muss ich fragen. Hast du irgendwelche Security-Erfahrung? Natürlich zählt das. Ich meine, du lebst noch. Und Widerstandsfähigkeit ist für einen Beamten eine wichtige Eigenschaft. Ich glaube, mehr brauche ich nicht hören. Dein erster Auftrag ist ganz einfach. Geh zum Mast und rede mit Agent Platon von Aegis. Es wurde ein Paket an einen toten Briefkasten geliefert und die UC Security muss sich darum kümmern. Er erklärt dir alles. Naja, du lieferst es zwar hier ab, das heißt aber nicht, dass es auch hier bleibt. Für den Grund musst du Aegis fragen. Mich geht das nichts an. Du weißt schon, Mast. Das militärische, astronomische und scientifische Triumvirat. Das Riesengebäude in der Stadtmitte. Das Hauptquartier der United Colonies? Vielleicht war das Vorstellungsgespräch doch etwas zu kurz. Falls du Fragen hast, sag Bescheid. Da wären wir. Die Loge. Die Tür sollte sich öffnen, wenn Sie die Uhr daran halten, die Barrett Ihnen gegeben hat. Ich habe die anderen Mitglieder der Constellation benachrichtigt. Sie warten drinnen auf uns. Es sind gewiss alle in der Bibliothek. Wäre Barrett hier, würde er sagen, dass sie nun Teil von etwas Größerem sind. Und dass sie sich hier wie zu Hause fühlen sollten. Wir haben wohl Besuch. Willkommen bei der Constellation. Es gibt viel zu besprechen. Verrätst du uns, was mit unserem Freund passiert ist? Warum bist du hier und er nicht? Okay. Wir sind eine private Erkundungsorganisation. Primär erforschen wir das All, aber auch Anomalien in den besiedelten Systemen. Unsere Arbeit ist gefährlich. Wenn also einer von uns nicht wie geplant auftaucht, dann haben wir natürlich Fragen. Apropos, wo ist Barrett? Sarah Morgan, Vorsitzende der Constellation. Alles, was du mit Barrett besprochen hast, geht mich also etwas an. Beantworte bitte meine Frage. Vasco, verifizieren. Alle getätigten Aussagen sind korrekt. Ach, typisch. Barrett überlässt unser Schiff und unseren Roboter irgendjemandem von diesen Billigminern, die er immer bucht. Walter. Und wenn wir nicht auf die Notfallprotokolle bestanden hätten, wäre der Space Miner hier schon auf dem halben Weg nach Neon. Ist er aber nicht. Er ist hier, mit dem Artefakt. Danke, Matteo. Also, konzentrieren wir uns auf das, was vor uns liegt. Was ist passiert, als es extrahiert wurde? Hat jemand etwas gesehen oder gehört? Wir glauben, es passiert jedem, der das erste Mal so ein Ding aus dem Fels zieht. Warum, wissen wir noch nicht. Wenn du also noch mehr Daten beisteuern könntest? Interessant. Ganz ähnlich hat Barrett es beschrieben. Wenn auch weniger blumig. Da. Hört ihr das? Glaubt ihr mir jetzt? Es hat nie jemand bezweifelt, dass es passiert ist. Aber wenn du erwartest, dass wir an Märchen glauben können... Wenn das hier das größte Mysterium im Universum ist, kann es doch auch Teil des ultimativen Mysteriums sein. Meine Herren, Konzentration. Noel, es ist Zeit, deine Theorie zu testen. Gut, mal sehen. Die Artefakte reagieren aufeinander. Die Teile, die wir schon haben, bewegen sich, wenn sie sich nahe kommen. Wenn wir das Neue zu den zwei Alten hinzufügen... Das Artefakt. Leg es bitte hier auf den Tisch. Das ist es. Genau wie die anderen. Und wir dachten zuerst, es gibt nur zwei davon. Ah, mein Gott! Das ist es! Sie reagieren! Seht nur, wie sie sich zusammenfügen! Die Energie zwischen ihnen? So reagiert kein künstlich hergestelltes Material in den besiedelten Systemen. Keines. Ui, atme. Du kriegst noch einen Herzinfarkt. Nicht nur sie. Wenn sie sich zusammenfügen, dann muss es ein Set geben. Von einer Intelligenz außerhalb der besiedelten Systeme erschaffen. Die 2000 Credits für unsere Wette gelten noch, Cotry? Die Wette gilt, Walter. Tja. Wenn wir alle Antworten hätten, wäre es ja langweilig, oder? Ich will den Augenblick nicht ruinieren, aber Was machen wir mit dem Neuankömmling hier? Also, bereit an die Arbeit zu gehen und rauszufinden, ob du dein Leben der Erkundung unseres kleinen Universums widmen willst? Wir haben uns alle der Erkundung des Alls verschrieben. Auch wenn die Menschheit sich zwischen den Sternen niedergelassen hat, müssen wir weiter das Unbekannte erforschen. Ansonsten wird nur erwartet, dass du dein eigenes Urteilsvermögen nutzt, wie wir alle. Allein für sich sind sie nur seltsame Metallbrocken. Eine weitere Merkwürdigkeit aus den Weiten des Alls. Aber was sie sind? Was sie ergeben? Tja, du darfst jetzt helfen, dieses Rätsel zu lösen. Komm ruhig erstmal an. Stell dich allen vor. Es sind gerade nicht alle Mitglieder hier, aber du wirst sie bald kennenlernen. Komm zu mir, wenn du soweit bist. Wir gehen ein wenig auf Reisen. Ich zeig dir die Grundlagen. Und hier, das hast du dir verdient, weil du uns das Artefakt gebracht hast. Zusätzlich zu den Credits erhältst du von uns einen Rucksack mit ein paar Extras. Du brauchst ihn da draußen ohnehin. Achte nur auf deinen Kopf. Hoffentlich kommt Barrett zurück. Ich weiß, er gerät ständig in Schwierigkeiten und alle gehen einfach davon aus, dass es gut geht. Aber trotzdem. Das war unglaublich, oder? Die Artefakte meine ich. Sorry, das ist sicher alles ein wenig überwältigend für dich. Wobei, ein wenig ist wohl ganz schön untertrieben. Ich bin Noel. Freut mich, dich kennenzulernen. Und danke, dass du uns das Artefakt gebracht hast. Du willst also eine Weile bleiben? Gut. Ich glaube, wir finden schon was für dich. Und auf dem Weg kann ich dich ein wenig rumführen. Also, die Bibliothek kennst du ja schon. Walter ist ziemlich stolz auf die Sammlung, aber Matteo hat nicht wenig dazu beigetragen. Die Gärten sind hier raus. Wenn du mal ein wenig in Ruhe nachdenken willst. Betonung liegt auf Ruhe. Meistens zumindest. Gehen wir rauf. Der Gründer der Constellation, Sebastian Banks, hat den Laden hier vor Jahrzehnten errichtet. Damals war das wichtig, doch mittlerweile kennt man uns in der Stadt kaum noch. Das ist die Bar. Gewöhnlich ohne Bedienung. Also greif ruhig zu. In Maßen natürlich. Dann mal sehen, das Zimmer. Du hast Glück. Wir sind bereits fast voll, aber ein Zimmer gibt es noch für dich. Prima, dass hier so viel los ist. Okay, hier schläfst du. Aufenthaltsraum auf der einen Seite, da ist es ruhig. Matteo ist auf der anderen, das ist vielleicht nicht so ruhig. Bestimmt hat Sarah für uns alle etwas geplant. Ich gehe lieber wieder zurück, will sie nicht zu lange warten lassen. Viel Spaß! Ich weiß, dass die Artefakte alle in helle Aufregung versetzen, aber wir müssen objektiv bleiben und auch an mögliche negative Folgen denken. Ich verbringe immer mehr Zeit hier. Die Geschäftswelt war interessant, aber das hier ist aufregend. Naja, dich Space Miner zu nennen, war vielleicht ein bisschen gemein. Entschuldige, dass ich deine Berufswahl beleidigt und Annahmen über deinen Charakter getroffen habe. Meine Frustration gilt eher Barrett. Es ist nicht das erste Mal, dass seine Sperenzien eine unserer Missionen gefährden. Es ist nicht fair von mir, das an dir auszulassen, zumal er diesmal offenbar richtig entschieden hat. Also, fangen wir von vorne an, ja? Walter Stroud, CEO von Stroud-Ecklund, Mitglied der Constellation und oft ein alter Miesepeter. Willkommen an Bord. Ach, übrigens bietet die Loge neben Unterkünften auch eine Fülle an Mod- und Forschungsequipment. Du kannst hier Raumanzüge anpassen, Pharmazeutika herstellen, außerirdische Substanzen testen. Einfach alles. Du kannst sogar Industrieteile für Großprojekte herstellen, sofern es dich nicht stört, auf einem nahen Planeten die nötigen Ressourcen zu schürfen. Ich bin ein großer Fan der Autarkie, also nutze unsere Werkzeuge, um alles herzustellen, was du brauchst. Auf Wiedersehen. Ich stehe zu Diensten, Captain. Je weniger Leute sich ständig Gedanken über Aegis machen, desto einfacher ist mein Job. Hoffentlich willst du nichts melden. Falls doch, heißt das, du hast schon zu viel gesehen. Ah, verstehe. Du kommst von Sergeant Yumi. Du bist größer, als ich dachte. Statistische Durchschnittswerte, psychische Neigungen. Ein Sergeant muss seine Untergebenen kennen. War eigentlich nur ein Witz. Vergiss es einfach. Wie auch immer, kommen wir zur Sache. Wir glauben, einer unserer Übergabepunkte ist aufgeflogen. Darum möchte ich, dass jemand von der UC Security die Sache übernimmt. Bring das Paket zu Sergeant Yumi. Er wird es als Beweis aufnehmen, bevor es wieder zurück zu Aegis kommt. Fahr mit der NET zum Weltraumhafen. Direkt beim Bahnhof gibt es einen Galbank-Automaten. Das Paket klebt unter einer der Bänke. Bring es zu Sergeant Yumi, dann ist der Job erledigt. Solltest du nicht wissen, dass sowas vertraulich ist? Ist heute dein erster Tag oder so? Keine Sorge. Will dich bloß ein bisschen piesacken. Vertraulich ist die Info, aber trotzdem. Wir sind der Geheimdienst der United Colonies. Die UC Security reagiert auf Bedrohung. Aegis verhindert, dass sie überhaupt erst entstehen. Nein, meine Eltern wären nie so anmaßend gewesen. Jeder Agent bei Aegis kann ein Pseudonym wählen, das natürlich genehmigt werden muss. Und ich habe mich dafür entschieden. Seitdem ist mir klar geworden, dass ich nicht ganz so klug bin, wie ich früher dachte. Ist wahrscheinlich niemand von uns. Viel Glück mit der Mission.